Mit der symbolhaften Rückkehr des frisch sanierten runden Tisches begann am 23. Oktober der große Erinnerungstag an die erste Schweriner Montagsdemo vor 30 Jahren. Die runden Tische als Bürgerplattformen der Protestbewegung in der DDR feiern in diesem Jahr auch ihr Jubiläum. Die 1990 entstandene Plastik gilt bis heute als eines der frühesten Denkmäler zur Erinnerung an die friedliche Revolution. Der gebürtige Spanier Guillermo Steinbrüggen schuf sein Werk vor dem Hintergrund eigener Wendeerfahrungen mit dem Ende der 40-jährigen Franco-Diktatur in Spanien. Ich lebe in Lübeck, ne, und ich beobachte es von außen. Und ich bin sehr überrascht, wie viel Fortschritt und wie viel Veränderung es in dieser Zeit gegeben hat. Also das letzte Mal, wo ich mich länger in Schwerin umgeschaut habe, das war vielleicht vor 15 Jahren oder so und davor in der Zeit vor 30 Jahren. Also die Fortschritte sind enorm. Ne. Die einst versprochenen blühenden Landschaften sind auch in Mecklenburg-Vorpommern nach 30 Jahren angekommen. Doch nicht nur davon haben die Leitfiguren der friedlichen Revolution damals geträumt. Nach 3 Jahrzehnten fühlen sich einige der friedlichen Revolutionäre enttäuscht. Hier eine ganz persönliche Meinung dazu. Die Hoffnungen sind sozusagen an vielen Stellen eingedampft worden, weil wir sozusagen nicht auf dem Hintergrund unserer friedlichen Revolution ein Land aufgebaut haben, sondern in der Einheit Deutschlands sind dann sozusagen all diese Hoffnungen ein Stückchen so weit eingedampft worden, wie es sozusagen in den Rahmen der westdeutschen Interessen und Politik sozusagen einpasste. Auch an diesem Tag vor 30 Jahren strömten Menschen in den Schweriner Dom. Bis zu 40.000 Demonstranten versammelten sich damals auf dem Alten Markt. Diese unvergesslichen Momente bewahren alle in ihren Herzen für immer und lassen sie gerne auch wieder wach werden. 30 Jahre sind vergangen, doch statt der SED-Diktatur stehen für das heutige Ostdeutschland unter anderem auch Pegida und eine rasch erstarkte AfD. Heißt es etwa, wie dies einige so gerne hören möchten, ach, diese Ossis, sie sind doch nur am Meckern? Ossis meckern nicht. Ossis können vor allen Dingen sehr, sehr stolz sein auf das, was wir vor 30 Jahren geschafft haben. Ich erinnere mich sehr gut an den 23. Oktober vor 30 Jahren, auf unseren Mut, damals auf die Straße gegangen zu sein. Sind wir auch stolz und das können wir auch. Wir haben viel erreicht. Über manche Sachen ist man nicht zufrieden. Und dass es in so einer Gesellschaft wie unserer Konflikte gibt und dass dann die Gewerkschaften auch ganz deutlich sagen, was sie für unsere Kolleginnen und Kollegen rausholen wollen in den Tarifrunden oder beispielsweise bei den Anstellungsbedingungen für die Lehrer hier in Mecklenburg-Vorpommern, das gehört einfach dazu. In seiner Festrede blickte der ehemalige Bundespräsident und der gebürtige Rostocker Joachim Gauck auf die 30 Jahre nach der friedlichen Revolution zurück. Nicht nur von Großdemos und einem berauschenden Freiheitsgefühl sprach er, sondern auch von der Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre, von der tiefen Krise ganzer Wirtschaftsbranchen, von Schließungen der Großunternehmen, der so plötzlich Vergangenheit gewordenen DDR. All das gehört wohl auch zur Geschichte dazu, betonte Gauck. Umso wichtiger ist es, die Lebensleistung der Ostdeutschen anzuerkennen. Also man muss ja, wenn man in die 40er, 50er guckt, muss man ja sagen, dass die Startbedingungen in der sowjetischen Zone deutlich schlechter waren als in den westlichen Zonen. Wenn man an Demontagen auf der einen Seite und Wirtschaftsaufbau, Marshallplan auf der anderen Seite sieht, ist man hier von viel schlechteren Bedingungen gestartet. Und wenn man sieht, was man trotzdem geschaffen hat in den 40 Jahren, ist es ja trotzdem eine Leistung der Menschen, die hier entstanden ist. Wenn man auf eine Familienpolitik guckt, wenn man Geburtenraten anschaut, wenn man das Gesundheitssystem anschaut, dann sind an der Stelle auch Leistungen vollbracht worden. Auf der anderen Seite ist das, was entstanden ist, ist das System natürlich kein demokratisches System gewesen und hat auf der anderen Seite halt auch viel Leid erzeugt. Eine ganze Generation wurde bereits in ein anderes, neues Deutschland hineingeboren. Für die Millennium-Kinder sind die friedliche Revolution, die Wende, die deutsche Wiedervereinigung nur Kapitel in den Geschichtsbüchern. Umso mehr wollen sie heute, 30 Jahre danach, irgendwie dazugehören. So wie die jungen Künstler des Schweriner Tanztheaters Lysistrate.
Mit ihrer Performance wollen sie sich, wenn auch nur rein symbolisch, in die Geschehnisse von damals hineinversetzen. Man versucht es halt für sich nachzuvollziehen und denkt dann über das Vergangene nach und guckt, ob man das wirklich in Zukunft besser machen kann. Und gerade auch mit den Fridays for Future-Bewegungen, dass wir halt versuchen, unsere Meinungen auch dazu erklingen zu lassen. Und ich würde schon sagen, dass dieser Gedanke von Freiheit schon noch in unserer Jugend auch weiter klingt. Und wieder wie am 23. Oktober 1989 wurden im Schweriner Dom Kerzen angezündet, damit die Erinnerungen nicht verblassen, die Ideale nicht untergehen, der Mut nicht erlischt. Und wieder hieß es, genauso wie vor 30 Jahren, das Erreichte ist nicht das Erreichbare.